Kommen und zurück zu Thomas Salem und wir sehen direkt, dass ich schon wieder Hexe bin. Mal schauen, was es jetzt wird. Ist jetzt das dritte Spiel direkt am Stück. Ich mache jetzt hier eine kleine Session, um die ganzen Aufnahmen für die Woche aufzunehmen. Und das letzte Mal, als ich Hexe war, habe ich gewonnen aufgrund der ganzen Mafiosi und weil ich den Serienmörder gefunden habe. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Und ich muss natürlich jetzt auf jeden Fall, wenn ich gejailert werde, also gejailt werde, sofort entscheiden, was Sache ist. Ich gehe davon aus, dass er einfach die erste oder letzte Person direkt sterben wird. Deswegen nehme ich Robin, die John Hathorn, keine Ahnung, wie man es ausspricht, angreifen soll. Wir haben hier ein bisschen was zu essen da. Wir sehen nämlich die Watermelon und die Watermelon, oder wie auch man das aussprechen möchte, die Nummer 10. Außerdem ist McDonald's vertreten. Das Young hat seinen Jing verloren, wie es aussieht. Und mal schauen, ob Robin den John getötet hat oder nicht. John ist tot, alles klar. Jetzt mal schauen, durch wen er gestorben ist. Doodlebob starb durch den Veteran. Interessante und sehr weise Worte hier. Konnte ich leider nicht übersetzen, tut mir leid. Ich spreche kein Dudelsch. War Konsort, okay, ein Mafiosi ist down. John Hathorn wurde von der Mafia getötet, alles klar. Das heißt, ich habe einen Mafiosi wahrscheinlich entdeckt. Mein Bodyguard ist schon mal gut. Und Lucina wurde brutal ermordet. Okay, sie begann Selbstmord und besuchte ebenfalls den Veteran. Das heißt, es könnte ebenfalls ein Mafiosi sein. Sehr wahrscheinlich. Nein, aber Serienmörder. Alles klar. Habe ich irgendwas verlesen? Member of the Mafia hat ihn getötet. Der andere wurde vom Veteran getötet. Hat niemanden gerettet. Dead Kai GC lügt auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal richtig. Der Ding hat niemanden getötet. Das ist vollkommen korrekt, was Young hier sagt. Da muss man ihm zustimmen. Ich werde ihn aber jetzt nicht wählen. Ich werde nämlich jetzt Robin zum Young schicken. Nein, zum Dead Guy KC, KC. Kann gut sein, dass er wirklich Veteran ist. Dann werde ich ihn noch irgendwann nutzen können. Hoffe ich. Wir werden Robin weiterschicken. Denn der hat auf jeden Fall gelogen. Wenn der Lookout ist, auch gut. Und wenn ich jetzt wirklich die Mafia habe, wird sie mich halt niemals attackieren können. Wir müssen nur den Arsonist finden. Denn der ist nervig. Wenn ich irgendwann gejailt werde oder gefragt werde, was ich bin, werde ich sagen Medium. Das kann man eigentlich sehr gut machen. Okay, einer von beiden war kontrolliert. Es sind beide tot. Also Robin müsste der Mafiosi gewesen sein. Er wurde exekutiert. Ja, dumm gelaufen.
Wurde vom Veteran getötet. Okay. Jetzt hat er sich eindeutig verraten als Veteran. Ich werde den auf jeden Fall jetzt, wobei. Ich hätte ihn am liebsten jetzt verwendet, den Lookout, aber leider ist er ja tot. Wird jetzt schwierig. Erstmal sagen, dass ich keine Spuren habe. Das gefällt mir halt gar nicht. Dass schon zwei Mafiosis tot sind, gefällt mir überhaupt nicht. Also Walter Malone wurde schon mit Benzin übergossen. McDonald's möchte jetzt gerne Ghetto Pencils hängen. Wir werden einfach mal McDonald's nutzen. Mal gucken, was der Schönes macht. Wir werden einfach mal, wo ist er? McDonald's jetzt zum Herrn Young schicken. Mal schauen, was passiert, ob er auch die nächste Nacht wieder in Alarmbereitschaft geht. Sehr wahrscheinlich wird das machen. Das Gute ist, wenn ich nachher wirklich mal gejailt werden sollte, ich habe immer gejailt, wenn ich in die Gefängnis genommen werden sollte, kann ich immer noch sagen, ich bin Medium und würde einfach irgendeinen random Namen raussuchen und sagen, die Mafia sagt, er wäre ein Mafia, ein Mafiosi, denn es kann immer noch sein, dass die Mafia, die tote Mafia lügt. Okay, wurde jetzt hier exekutiert, war wieder Mafiosi. Ist natürlich für mich jetzt schlecht. Das ist für mich jetzt wirklich sehr ärgerlich. Weil ich dadurch nämlich nichts mehr machen kann. Young möchte gerne einen Rollcall machen. Ist für mich jetzt total nervig hier. Weil er quasi nur noch der Arsenis da ist, mit dem ich gewinnen kann. Und aus dem Grund wird es jetzt sehr schwierig, hier irgendwie das Ding zu reißen. Young möchte jetzt die Wassermelone hängen. McDonald's rennt hinterher. Sie waren am Flüstern. Das ist eine sehr gute Begründung. Ist immer noch random. Außer einer wäre jetzt Spion und könnte das lesen. Ist aber nicht der Fall. Ich denke mal, ich werde jetzt ins Gefängnis genommen. Nein, werde ich nicht. Okay. Wir werden jetzt einfach mal... Ich gehe davon aus, dass Young jetzt in eine Alarmbereitschaft geht, weil er Angst vor Watermelon hat. Und deswegen werden wir ihn einfach mal hinschicken. Außer natürlich, Watermelon ist wirklich der Arsonist. Das wäre sehr blöd gelaufen dann. Dann hätte ich mir quasi selbst das Spiel zerschossen. Außer der Amnesiac erinnert sich, dass er Mafiosi oder Serienmörder ist. So, ich hoffe nicht, weil sonst hätte ich das Spiel jetzt quasi verloren. Nichts passiert. Also war Mr. Young nicht in... okay. Ich habe damit den Arsenis gefunden.
Ich muss irgendwie machen, dass er am Leben bleibt. Ja gut, Prinzessin hat ja quasi gesagt, sie ist Medium. Das ist eine dumme Frage gewesen. Er sagt McDonald's, er wäre Medium. Das ist für mich nicht gut. Wobei. Gucken. Eine Prinzessin sagt natürlich auch, sie wäre Medium. Ich werde auch noch sagen, ich bin Medium. Young möchte jetzt I'm a Princess hängen. Wir möchten also Princess hängen. Der Young ist gut. Ich werde jetzt die Watermelon dazu bringen, dass sie erstmal die ganzen mit Benzin übergossenen sofort hängt. Ich hoffe, das kann ich machen. Müsste eigentlich so funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie das beim Arsonisten geht, weil er kann ja, wenn er sich auf sich selbst klickt, die Leute anzünden, die er schon Benzin übergossen hat. Und dadurch, dass Young auf jeden Fall das ist, und der ja so die tragende Kraft ist und Watermelon noch hängen wollte, ist das gar nicht mal so schlecht, weil dadurch würde nämlich die Prinzessin wieder ein bisschen mehr in den Fokus der Ermittlungen reinragen. Ich hoffe jetzt nicht, dass er sich selbst in die Benzin übergießt, das wäre extrem blöd. Und jetzt müssen wir ein bisschen ausprobieren. Okay, es starb keiner. Vielleicht ist Watermelon noch gar nicht der Arsonist. Ah, okay. Watermelon soll also Jailer sein. Ja, jetzt hat Young hier ein bisschen was durcheinander gebracht. Watermelon hat niemals gesagt, dass er Medium ist. Er hat gerade eben gesagt, dass er Jailer ist. Jetzt muss ich aber schnell denken. Weil ich nämlich noch nicht sagen könnte, ich wäre ebenfalls Medium. Die wählen sich gegenseitig. Ja, komm. Wird nichts. Ist auch gut. Jetzt wird leider sich selbst jailed. Mal gucken, was bei Anne Hibbins versucht. Die war sehr ruhig. Ich habe von ihr jetzt nicht wirklich viel gelesen. Deswegen mal schauen, was da passiert. Kann nicht auch Zufall gewesen sein, dass eben der Arsonist genau in der Nacht, in der ich Young ein bisschen übergießen lassen wollte, eben es auch tat. I'm a Princess und Young wurden vom Arsonist getötet, sehr wahrscheinlich. Zumindest Young. Und I'm a Princess ist jetzt auch tot. Wird sehr wahrscheinlich eben Medium gewesen sein. Außer sie wollte jetzt zu ihm vorbeikommen und wurde vom Veteran getötet. Nein, wurde auch vom Arsonisten getötet. Ich werde wahrscheinlich sagen, ich bin Doktor. Denn Town Protective ist bis jetzt nur ein Bodyguard weg. Investigative könnte ich sagen, aber ich habe bis jetzt nichts zur Hilfe beigetragen. Von daher werde ich sagen, ich wäre
Doktor, ja, zwei noch ein Medium zu bringen, wäre schwachsinnig. Ghetto Pencils ist entweder Arsonist. Okay, Max Wex soll also sein. Denn es kann eben zwei Medien geben. Bei Bodyguard ist Town Protective, Veteran ist Town Killing, Lookout ist Town Investigative. Melon, Watermelon sagt, Max Wex wäre Aso. Ich hatte Ghetto Pencils für ein bisschen verdächtig. Verdammt. Das ist schlecht. Der Mijek ist auch noch da und erinnert sich irgendwie immer noch an nichts. Ich werde auch nicht wählen. Also, das Spiel wird sowieso zu Ende sein, weil ich kann niemanden töten. Ich werde auch niemanden mehr dazu bringen, dass er jemanden tötet. Kann ich nicht mehr, weil keiner mehr da ist. Von daher wird das Spiel sowieso zu Ende sein. So, und jetzt ist auch Max Wex tot. Und er hat einen letzten Willen hinterlassen, den ich jetzt nicht wiederholen möchte. Mir war Arsenis, damit ist das Spiel zu Ende. Kann ich nichts mehr machen. Kann man nichts machen. War blöd, dass am Anfang schon die ganzen tötenden Rollen eben weg waren. Obwohl ich direkt im ersten Zug schon eine gefunden habe. Kann leider passieren. Ich werde ganz kurz klarstellen. Ah, McDonald's war Bürgermeister, okay. Gut zu wissen. Er hätte aber hier oben sehen müssen, dass er eben keine Hexe sein konnte. Wie dem auch sei. Die Rolle ist, Spiel ist zu Ende. Wir haben verloren. Passiert ab und zu mal. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören und sehen uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.